Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Irina und hier ist Romantikzeit, Romantic Time. Das wird einmal in Woche sein, nur einmal die Woche. Und das wird so aussehen, ich werde einfach wie üblich drei Karten rausziehen. Ihr wird eure Karte wählen, eine aus drei. Und das wird so einfach das, was über eure Beziehung, über eure Liebesleben, alles, was die Karten von alleine sagen wollen, was in eurem romantischen Leben, erotischem Leben vielleicht, das werden wir schauen. Einfach lose, so ohne Frage, ohne richtig, was die Karten von selbst wollen euch zeigen. Mir, euch, uns. Das ist ein Experiment. Bei jemand ist Wahnsinn. So richtige Verbundenheit, erotische. Oh, für mich bedeutet das, alle werden wir nicht schauen. Ja, jemand kann sich nicht entscheiden, zu wenig. Andere vielleicht will nicht sich entscheiden. So wie es ist, ist gut. Andere haben Mangel im romantischen Leben. So, ich hoffe, die Karten wollen mit uns reden. Darum werden wir jetzt Versuch starten. Wenn diese Video sieht im YouTube-Kanal, dann heißt das, dass hat geklappt. So, was wollen die Karten euch sagen über euer romantisches Leben? Ihr werdet schon selber sehen, was da los ist. Kann sein, etwas Besonderes erfährt ihr jetzt. Jemand möchte nicht Situationen sehen. Irgendwie eine Chance will nicht nutzen oder sieht das nicht, weil ist noch satt von Beziehungen vielleicht ist. Erste, zweite und dritte. Wir lassen uns einfach überraschen, was genau zeigen uns die Karten. Die erste Karte. Hier ist Frau in spirituellem Bereich, Richtung Spiritualität. Und darum vielleicht will sie keine Beziehung haben. Oder keine Zeit oder keine Lust. Sie beschäftigt sich gerade mit sich selbst. Was wollen uns die Karten sagen? Über dich vielleicht. Eigentlich, du hattest schon Familie gehabt oder hast noch. Und ganz ehrlich, so wie aussieht, du hast gesehen keine Entwicklung. War nicht schlecht, aber waren schon keine Gefühle mehr da. Alles war wie Last. Und du hast für dich Entscheidung getroffen, muss etwas ändern. Vielleicht war das speziell dafür gedacht, dass du in diesen spirituellen Bereich gehst, dass du weiter etwas lernst, dass du dich entwickelst. Und hier, so wie aussieht, ganz schnell hast du einen neuen Anfang genommen. Genau, du hast nicht lange überlegt, dass du das machst, dass du das lernst. Kann sein, einfach der Impuls war da. Der Impuls war da, war an der Zeit, neue Wege zu gehen, war an der Zeit, etwas Neues zu lernen, war an der Zeit, Familie hat sich ausgelebt. Auseinandergelebt vielleicht. Das war schon so. Und so wie aussieht, das waren nicht zwei, drei Jahre. Hier sehe ich mindestens 10 Jahre. Hier ist sogar mehr. Und endlich siehst du was anderes. Der Sinn im Leben ist jetzt was anderes. Nimm das als Geschenk, dass du Familie hattest. Nimm das als Erfahrung. Bedanke dich auf jeden Fall. Und weitergehen. Impuls ist da. Idee hast du auch.
Du brütest noch sogar. Genau, du hast dich 100% entschieden. 100%. Sogar kann sein, jemand von Freundinnen hat dich abgeraten, vielleicht sich trennen, vielleicht in diese spirituelle Richtung gehen. Jemand, eine Person konnte sein, das war dagegen. Aber so wie aussieht, kann sein, dass eine Freundin von dir ist schon spirituell, ist schon in diesem Bereich oder mindestens hat diese Intuition sehr gute. Sie ist so wie weise Frau. Darum hast du dich entschieden. Aber eine war dagegen, auf jeden Fall. Du fühlst dich jetzt wohl, so wie aussieht. Dir gefällt das, was du jetzt tust. Die Entscheidung, die du getroffen hast. Darum irgendwie mit Romantik ist bei dir jetzt, sehe ich, überhaupt nicht. Aber du hättest schon nicht dagegen gehabt, Familie, meine ich, glücklich zu sein, in einer Partnerschaft zu sein, so wie aussieht, hier war gerade. Aber nicht so, wie war deine vorherige Ehe. Nicht so, anders. Du möchtest jetzt ganz anders. Mehr gefühlvoll. Kann sein, dass es war oder schon auseinander so lange gelebt und keine Gefühle hattest du hier bekommen. Oder noch was anderes. So genau jetzt weiß ich nicht. So. Rat jetzt für dich. Weil es doch Karten, die romantische Zeit. Wieso zeigt uns... Rat für dich. Hab keine Angst, dass du alleine wirst. Na, na, na. Sobald du genau deinen Weg in diesem Leben gefunden hast, sobald, du wirst einen Begleiter für dein Leben finden. Ich sage Begleiter, weil ich sehe hier keinen Mann, aber ich sehe Begleiter, der wird dich vielleicht inspirieren, der wird dich unterstützen auf deinem Wege. Das heißt, hänge nicht jetzt und mach dich nicht fertig, mach dich nicht kaputt, geh diesen Weg, was du ausgewählt hast. Ich hoffe, ihr versteht, das ist eine allgemeine Legung und keine individuelle. Nicht bei jedem kann sich das abspielen. So wie aussieht, dein Begleiter, ich sage Begleiter, ich sehe das so, wirst du dann kennenlernen, wenn du diese Stufe erreichst, dass du bereit zu ihm bist. Lerne was, arbeite an sich. Nichts Schlimmes, kann man Leben lang an sich arbeiten, sich verändern. Suche diese diese Wissen, ursprüngliche Wissen, der kommt vom Kosmos, der kommt von anderen Welt. Das ist in unserer Welt, wir sehen das nicht so. Du hast diese Kraft, sehr starke Kraft, mach weiter. So, die zweite. Hier ist eine Frau, die hat sich richtig im... Ich sag mal so, sie ist schon so wie eine nicht nur weibliche Person, erdige Person. Sie ist keine junge Mädchen mehr. Das ist schon eine sehr reife Frau, die hat sehr viele Erfahrungen. Die hat alles gesehen, viel erlebt oder viel gesehen, viel erlebt. Und jetzt... Jetzt, du möchtest gerne etwas Neues. Du möchtest gerne etwas Neues ausprobieren. Irgendwie kann sein, dass du
wünschst dir, dass du dir eine Chance wünschst, dass diese Glück, diese große Liebe kommt in dein Leben, dass dein Leben komplett sich verändert. Aber irgendwie kommt ein Unreifer, von dem du dich versteckst. Weil, so wie aussieht, du bist viel erwachsener, viel reifer und viel weiter gekommen. Er ist irgendwie so wie ein, ich möchte nicht sagen Junge, weil hier ist ein bisschen anders. Unerzogener Mann. Ich sehe hier einen unerzogener Mann, der vielleicht schikaniert dich. Vielleicht, wie soll ich noch sagen, egal wie gut du tust, egal wie schön du dich anziehst oder präsentierst, er findet immer etwas, wo kann man dich ein bisschen pixeln, so ein bisschen bohren. Weißt du, wieso macht er das? Weil er niedriger ist als du. Er ist nichts für dich. Und so wie aussieht, du ziehst dich schon zurück. Du bist schon im Rückzug von ihm. Du willst nichts von ihm wissen. Du willst nicht ihn sehen oder sowas. Ich frage Karten gar nichts, dass ihr versteht. Normalerweise, ihr wisst schon, ich frage jedes Mal Karten. Heute frage ich gar nichts. Ich schaue nur, einzige, ich frage Rat. Einzige, ich schaue selber intuitiv. Ich lege so viele Karten, so viel mir Intuition sagt. So. Und so wie aussieht, demnächst, das, was du dir erhoffst hast, wird momentan nicht passieren. Demnächst, so wie aussieht, wird Enttäuschung noch auf dich kommen. So wie aussieht, du wirst noch enttäuscht. Ich werde jetzt noch Zeitraum nehmen. Weil, so wie aussieht, hier öffnet sich irgendwie wie Neues, etwas Leidenschaftliches. Aber das ist Enttäuschung. Da verlierst du nur. In diese Beziehung, kann sein, dass es diese Beziehung, dieser Mann, der da steht. So wie aussieht, du hast diesen Mann schon. Du hast ihn schon. Er ist schon neben dir, dieser Mann. Du kennst ihn schon. Und er bereitet dir nur Enttäuschung, nur Kummer und Sorgen, Schmerzen. Du konzentrierst dich nur auf deine Schmerzen und nicht auf dich selbst. Du verlierst hier sich, weil du bist viel zu hoch für ihn. Dadurch, dass er dich nicht erreichen kann, er macht dich schlechter, wie du bist. Verstehst du? Er sucht in dir, er sucht, nicht dass er sieht, er sucht in dir negative Seite, er sucht in dir Mangel. Und jeder Mensch hat Macken und Kanten. Und er konzentriert sich bei dir nur auf diese Dinge. Verstehst du? Dieser erhoffte Wunsch, Partner, er ist nicht dein Wunschpartner. Das ist ein karmischer Mann, der in deinem Leben ist, um dir beizubringen, dass du dein Selbstbewusst nicht verlierst. Ich habe vor kurzem mit einer jungen Frau gesprochen und sie sagt, dass sie bei ihrer letzten Beziehung zum Schluss hat ihre Selbstbewusst verloren. Diese Stufe, dass sie so präsentabel war, so schön und selbstbewusst, ist so runtergegangen, dass es jetzt ist wieder schwer, sich wieder hochzukriegen, weil
Dadurch, wenn falsche Partner an deiner Seite ist, er spürt das, dass du besser als er ist. Und er macht dich runter. So, liebe Männer, wenn ihr schaut, aber so wie ihr aussieht, ihr schaut meine Videos nicht. Ich habe gesehen, meine statistische YouTube zeigt mir, jeden zweiten Tag bekomme ich Bericht und ich schaue, Männer schauen mich nicht. Ihr schreibt mir nicht Kommentare, darum. Sehr, sehr selten, 1%, maximal 2%. Einmal irgendwie eine Video war mit 4% Männer. Sorry, Leute. Darum, ich mache Legungen nur für Frauen. So, jetzt Rat für dich, weil so wie aussieht, dieser Mann macht dich nur kaputt. Du wirst nur verlieren, je weiter du mit ihm gehst, du verlierst an deinem Selbstbewusst immer mehr. Und du bist eine Herrscherin, schau mal. Du bist eine Herrscherin, du bist mehr als eine Königin. Und er macht dich so fertig. Jetzt Rat für dich. Schau mal, Rat für dich, das ist fast wie immer, was ich sage. Am Anfang an, wenn du einen Mann kennenlernst und er sieht, das ist normal, ist wirklich normal, wenn ein Mann hängt an eine Frau erotisch, wirklich erotisch. Wenn er sieht in ihr erotisches Objekt und nichts anderes. Trotzdem versuche diese Beziehung, wenn das Beziehung wird, schon von Anfang an nicht ihm Gefallen tun und auf seine diese erotische Niveau runterzugehen. Benehme dich so, wie eine Herrscherin soll sich benehmen. Dann wirst du sehen, weil ein richtiger Mann wird seinen Fehler ansehen und wird zurück sich ziehen. Und überlegen, aha, diese Frau ist wert, ist sie auf meinem Niveau, dann machen wir was. Jeder Mann versucht, eine Frau schon beim ersten Date ins Bett zu bekommen. Das ist, oder will, wenigstens will. So, das heißt, schau mal richtig. Und wenn dir etwas nicht gefällt, tschüss. Weil geh nicht auf Niveau von diesem Mann, auf gar keinen Fall. Die dritte. Hier ist endlich Romantik. Ich sehe das, aber was kommt weiter, weiß ich nicht. In Liebe, erkämpfte Liebe, erwünschte Liebe, endlich ist da. Aber da muss man noch gegenüber anderen Menschen ihre Beziehung vielleicht oder ihre Liebe beschützen, so wie aussieht. Das ist karmische Partner, auf jeden Fall, der genauso wie du seine eigenen Erfahrungen schon gehabt hat. Wir alle haben Erfahrungen gehabt, aber er ist vorsichtig. Er ist wirklich vorsichtig. Er beeilt sich nicht. Er kann sein, dass er, mal schauen jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, jetzt sehe ich. Diese junger Mann, älterer Mann, ist egal. Er macht nicht etwas durch, aber ich sehe mehr von den Beziehungen, hat er Auszeit genommen. Er hat so wie sich zurückgezogen. Kann sein, bei euch ist Stillstand. Das könnte sein. Das übrigens hier ist irgendwie Raubüberfall, so wie aussieht. Aber welche?
Kann sein, dass es Roman bei der Arbeit ist. Was lernt? Oh ja, du lernst hier was von ihm. Genau. Diese manipulative Männer ist große Lehre hier. Hier ist große Lehre für dich, dass du etwas lernen kannst. Nicht umsonst habe ich gesagt, das ist karmische Partner. Von karmischem Partner kann man viel lernen, meine Lieben. Bedankt ihr eure karmische Partner. Ihr lernt von ihm anerkennen, wo positiv ist, wo negativ ist. Wo ein Mann dich manipuliert schon vom ersten Date und wo man ehrlich mit dir hat. Und keine Spielchen mit dir treibt und nicht veräppelt dich und ist ehrlich mit dir. Hier lernst du mit ihm ganz schwere Dinge, so wie er aussieht, weil ich sehe hier mehrere Fünfer. Sogar der Hohepriester ist auch eine Lehre. Hier wie Lehrgang. Genau, dass du mehr selbstbewusst wirst, dass du, so wie diese erste Stapel war, die Herrscherin, dass du auf dem Wege zur Herrscherin bist, dass du wächst. Mit ihm kann sein, dass du viel durchgemacht hast. Und was ich sehe noch, das könnte auch sein, dass du ihn lange kennst oder aus der Vergangenheit. Ihr wart schon vielleicht schon mal zusammen oder aus, so wie ich sage immer, aus Sandkasten. Konzentriere dich nicht auf diesen Mann. Wenn du siehst, dass du keine Liebe von ihm bekommst, geh weiter. Geh weiter. Beende Beziehung und geh weiter. Sammle diese Erfahrungen, so wie aussieht. Jetzt verstehe ich die erste Karte. Dass du lernst, die richtige Wahl zu treffen, den richtigen Weg zu gehen. Darum ist dieser karmische Partner bei dir in deinem Leben war oder ist noch. Dass du, wenn du dich viel zu viel gibst in diese Beziehung, wenn dieser Mann ist wirklich so wie hier ich sehe, dass er mehr so schnell erobern, manipulieren und abhauen. Er ist ständig unterwegs, wenn nicht bei dir, dann bei einer anderen. Wenn du siehst, dass so mit dir umgeht man, dass du das beendest, du musst das lernen. So. Sich entfalten wie eine Frau, weil bei so einem Mann normalerweise Frau verliert ihre Bewusstsein. Genau, richtigen Mann schon Auge trainieren, Intuition trainieren, dass du, wenn du einen Mann siehst, dass du ihn nicht sofort als erotisches Objekt siehst, weil reicht, dass Männer uns so sehen, das reicht. Aber das ist normal, das ist männliche Natur, hier ist nichts Schlimmes. Ist schlimm, wenn ein Mann dich nicht will, er soll dich wollen, schon am ersten Date. Weil wenn er dich nicht will, das ist verlorene Zeit. Dann gefällst du ihm nicht, weil er spürt das intuitiv. So, jetzt Rat für dich. Genau, wie eine Frau, intuitive Frau werden. Keine lockere Beziehungen, wenn dass du die erkennst, dass Mann mit dir nicht seriös hat, meint. Nur wenn er mit dir seriös meint, dann weißt du, dass du kannst mit ihm etwas anfangen. Aber auf gar keinen Fall. Intuition. Arbeite an deiner Intuition, dass du die richtige Mann willst, dass du der richtige intuitiv schon ihn siehst. Und kein Mann, der Erfolg bei dir haben will oder ausholen bei dir will. Verstehst du?
Genau. Hack die alle weg. Köpfe weg. So, meine Lieben, mal schauen, was ihr sagt. Aber das wird nur einmal in die Woche, weil ich habe mich doch entschieden, die Liebesorakel weiter zu begleiten. Ja, alle mögen Liebesorakel. Ich mag das selber. Das kann man nicht wegtun. Was habe ich überhaupt mir gedacht, oder? Wie konnte ich das? So, ich finde, allgemeine Legung ist dafür gedacht, dass du ungefähr schaust, was es in deinem Leben ist, dass du ungefähr intuitiv deine Intuition vielleicht auch trainierst. Und wenn du zu mir, zum Beispiel zu Irena, kommen willst, dass du schaust, aha, ich komme in Resonanz, aha, intuitiv, alles passt, Irena ist mir sympathisch, dann kommst. Und nicht einfach ja, wochenlang meine Assistentin schmoren, 10-mal am Tag schreiben und dann doch sich, keine Ahnung, für was entscheiden. So, aber das ist egal, die richtige Mensch kommt zu mir, das weiß ich ganz genau. Egal, für wen ihr euch entscheidet, Hauptsache ihr findet euren richtigen Weg. So, meine Lieben, alles Gute, alles Liebe, einen wunderschönen Abend und wir sehen uns morgen früh beim Tagesbudget. Ich freue mich schon drauf, weil da sind immer so, irgendwie weiß ich es nicht, letzte Zeit so schöne Botschaften kommen. Jetzt muss man bei uns, sagt man so, durch die linke Schulter spucken dreimal. Das weiter so kommt. Das heißt, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Wir sind jetzt momentan auf dem richtigen Wege. Darum kommt jetzt alle so spirituelle Legungen, alle irgendwie nicht so viel Romantik, mehr spirituell. Mehr spirituell, ich sehe das schon. Irgendwie an der Zeit, sich in diese Richtung für euch entwickeln. Ich freue mich, wenn ihr an meiner Seite genauso Legungen macht. Ich freue mich. Und ich freue mich, wenn ihr, so wie ihr sagt, dass viele lernen schon von mir. Ich lerne auch von euch was. Okay, meine Lieben, alles Gute, alles Liebe, einen wunderschönen Abend und oder eine gute Nacht. Und wir sehen uns morgen. Tschüss, Papa.